Ja, in einem bleiben sich die Öffentlich-Rechtlichen durchaus treu, in ihrer China-Arschkriecherei, um es mal ganz deutlich zu sagen. ZDF Info hat am 12. Oktober einen ganzen Abend freigeräumt, um uns gleich eine ganze Reihe von China-Dokus zu zeigen. Zur Primetime lief dabei eine vierteilige Reihe mit dem Titel China vs. USA – Clash der Supermächte. Nun ja, im Grunde ist der Tenor dieser Doku-Reihe: China macht alles richtig, sie sollten uns ein Vorbild sein, die USA hingegen sind auf dem absteigenden Ast. Kritische Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen? Fehlanzeige. Wenn immer mehr Jobs verloren gehen und keine Besserung in Sicht ist, suchen Leute nach einem Sündenbock. Da bietet China sich an. Ich wurde 1989 geboren. Seitdem hat China massive Veränderungen erlebt. Als ich aufwuchs, in den 1990ern und den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts, herrschte an vielen Dingen Mangel. Im Winter gab es immer wieder das gleiche Gemüse. Kohl und Rüben. Jeden Tag. Die Generation meiner Mutter hatte es noch schwerer. Menschen hungerten und froren, weil es nicht genug Kleidung gab. Heute müssen sich junge Leute, die in einer Großstadt arbeiten und gut ausgebildet sind, über solche Dinge keine Sorgen mehr machen. Das ist das Sanlitun-Viertel in Peking. Ein angesagter Ort, wo junge Leute gern hingehen. Es gibt einen Apple Store und jede Menge Luxuswaren. Ja, also ich denke, man merkt gleich, das ist wieder mal eine Jubelarie über Chinas Aufstieg. Ja klar, das Land ist wirtschaftlich vorangekommen, gar keine Frage. Und wer politisch auf Parteilinie ist, der kann sicherlich auch in den wunderbaren Pekinger Einkaufsmeilen entspannt einkaufen gehen. Das ist sicherlich gar kein Thema. Aber was gerade in Hongkong abgeht, in Tibet, neuerdings auch in Taiwan, wo ja schon quasi offen mit Krieg gedroht wird von der chinesischen Führung, das kann man ja einfach nicht wegschweigen. Oder eben auch die Situation der 1 Million Uiguren. Ich habe dazu ja vor kurzem schon mit der Frau Liao Martin ein Interview geführt, die in Lagern eingesperrt sind. Ich meine, das ist ein Thema, auf das Menschenrechtsaktivisten immer wieder hinweisen. Die Doku lässt stattdessen aber den chinesischen Präsidenten irgendwas davon schwafeln, dass alle ethnischen Gruppen ihre Reihen enger schließen sollten. Ja. Und wer schuld an den Demos in Hongkong ist, daran lässt man auch keinen Zweifel. Doch die immer lauter werdenden Proteste in Hongkong stören das Bild. Chinas Führung beschuldigt vor allem ein Land, die Unruhen zu befeuern. Fremde Mächte manipulieren, planen und organisieren diese Aktionen. Die USA sollen ehrlich sagen, welche Rolle sie bei den jüngsten Ereignissen spielten und was sie eigentlich vorhaben. Wir raten den USA, ihre schmutzigen Hände so schnell wie möglich aus Hongkong zurückzuziehen.
Während Festlandchina 70 Jahre kommunistische Herrschaft feiert, wird Hongkong von Protesten erschüttert. Als China ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong erlässt, eskaliert die Lage. Washington wirft Peking vor, Hongkongs autonomen Sonderstatus zu verletzen. Chinas Führung kontert mit dem Vorwurf der Einmischung in innere Angelegenheiten. Im Mai 2019 erhöhen die USA die Einfuhrzölle auf chinesische Waren. Amerikas Reaktion auf die Ereignisse in Hongkong verschärft den Konflikt. Im Juli 2020 werden dem US-Generalkonsulat mehr als 1,65 Millionen Unterschriften übergeben, mit denen Einwohner Hongkongs gegen eine Einmischung in innere Angelegenheiten protestieren. Stanley Ang ist Präsident der Gewerkschaftsvereinigung von Hongkong. Mit über 410.000 Mitgliedern ist es die größte Arbeitervertretung in Hongkong. Ang führt die Proteste vor dem US-Konsulat an. Wir fordern die USA auf, sich nicht länger einzumischen. Die USA handeln schamlos und bringen Schande über sich. Also ist nicht zu fassen. Im Grunde wird die Schuldfrage eigentlich komplett umgedreht. Es geht gar nicht um Menschenrechtsverletzungen und um die Abschaffung der eigentlich für 50 Jahre garantierten Demokratie in Hongkong. Nein, in Wahrheit stecken die bösen Amis dahinter. Und so läuft es die ganze Zeit in dieser Doku. Eine vierteilige Doku, 3 Stunden insgesamt lang. Man rauft sich wirklich die Haare und denkt, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. So. Und die USA, die werden wie ein heruntergekommenes Land dann eben dargestellt. Ich meine, wir haben ja eben die tollen Fassaden der chinesischen Großstädte gesehen. Nun mal im Vergleich, wie laut dieser Doku Amerika aussieht. Fabrikangestellte jobben auf einmal als Geringverdienerinnen und Niedriglöhner in einem Walmart. Ohne jede Absicherung. Dazu kommt, die Fabriken waren die Basis des Steueraufkommens. Aufgrund der Steuerausfälle haben Gemeinden weniger Geld und müssen Lehrer entlassen, Polizistinnen, Feuerwehrleute. Das Ergebnis ist der Rust Belt, der Rostgürtel, der sich durch die USA zieht. An jedem Fabrikjob hängen 1,75 zusätzliche Jobs bei Zulieferern, in der Buchhaltung oder in der Rechtsberatung. Wenn eine Fabrik schließt, gehen viele dieser Jobs anderswo ebenfalls verloren. Vor der öffentlichen Essensausgabe wird die Schlange seit Jahren immer länger. Naja, in China gibt es auch viele arme Menschen, vor allem in ländlicheren Gegenden und vor allem dort, wo sich Widerstand regt. Ne? Und dass da unfassbar viele Menschen inhaftiert sind, Regimekritiker, Widerständler, Demokratiekämpfer, das wird ja hier alles überhaupt nicht erwähnt. Und natürlich, in den USA gibt es auch die Todesstrafe, aber die gibt es da zumindest nicht für Regimekritiker. Also das ist ja noch ein Unterschied zu dem, was in China sozusagen auf dem Gebiet abgeht. Ne? Ja, und auch Chinas Präsident Xi Jinping wird in einer Weise verharmlost, dass man es eigentlich kaum fassen kann. Dieser Mann, der seit 2013 im Amt ist, der hat ja wirklich das bisschen vorhandene Demokratie, was es in China noch gab, auch abgebaut. Der ist gnadenlos gegenüber Widerständlern, anderen Ethnien, religiösen Menschen. Das ist ein knallharter Diktator. So, und nun schauen wir uns doch mal an, wie er in dieser Doku dargestellt wird. 1985 unternimmt ein damals unbekannter chinesischer Funktionär namens Xi Jinping seine erste USA-Reise. Sarah Landy gehört zu der Gruppe, die den Gast betreut. Bei einer Tasse Tee erzähle ich Ihnen etwas über China.
An diesem Tisch hat Xi Jinping mit uns zu Abend gegessen. Er freute sich, in Amerika zu sein. Für ihn war es das erste Mal. Er hatte unendlich viele Fragen. Man hatte uns gesagt, er habe Mark Twain gelesen. Also zeigten wir ihm den Mississippi. Den fand er toll. Auch die endlosen Felder, die Weite des Landes. China öffnete sich. Wir wollten mehr über das Land wissen. Die Chinesen wohl auch über uns. Der junge Xi Jinping schläft im Privathaus dieser Familie. Und lernt in Amerika sogar Autofahren. Tja, aber Demokratie hat er nicht gelernt. Schade. So, nun werdet ihr wahrscheinlich fragen, was ist denn das für eine Doku, was ist denn das für eine Redaktion, die dahinter steckt, die eine so propagandistische Doku macht? Naja, ist ganz einfach. Die Doku stammt vom Fernsehsender Channel News Asia, der in Singapur sitzt. Ein Staat, der es mit Menschenrechten auch nicht so genau nimmt und ein enger Verbündeter von China ist. Laut Reporter ohne Grenzen ist Singapur auf Platz 160, was die Pressefreiheit angeht, unter allen Staaten. Also kurz über China und Nordkorea. So, und aus einem solchen Land kauft man also quasi ohne kritisches Hinterfragen eine Doku ein, übersetzt sie auf Deutsch und sendet sie. Das ist ja nicht zu fassen, ne? Ja. Zumal ja auch noch für das Erwerben der Lizenz möglicherweise Rundfunkbeitrag oder ganz sicher Rundfunkbeitrag bezahlt wurde. Man hat auch noch dem propagandistischen Staat auch noch Geld in Rachen geworfen. Hier, ne? 770 Euro war ich da nur. So. Gut, das Ganze blieb zum Glück nicht unentdeckt. Unter anderem hat Focus.de dann darüber berichtet und hat das auch zum großen Thema gemacht, wie denn das ZDF-Info eine solche Doku senden könne. Und zum Glück immerhin das, kurz darauf wurde sie komplett aus der ZDF-Mediathek entfernt. Man kann sie sich also dort nicht mehr anschauen. Das ZDF verteidigt sich nun damit, dass es sagt, na ja, es liefen an dem Thementag ja auch noch andere Dokus, die kritischer mit China ins Gericht gegangen sind. Ja, das ist richtig, aber diese hier lief zur besten Sendezeit, zur Primetime, also wenn die meisten Leute vor dem Fernseher sitzen. Ne? Was ist denn das bitte für ein Argument überhaupt auch? Ne? Ich meine, soll man quasi jetzt als Ausgleich für kritische Berichterstattung immer auch gleichzeitig eine Jubeldoku senden? Also das kann ja auch nicht sein. Ne? Dann müsste man das ja auch bei anderen Themen so machen. Also wenn es ums Dritte Reich geht, sendet man dann auch einmal eine Propagandaschau von 1933 oder was? Oder was ist das für ein Argument? Ne? Gut, es gab dann immerhin auch noch selbstkritische Töne seitens des ZDF. Die Herkunft und das Zustandekommen der Filme hätten angesichts der subtilen Propagandamethoden des chinesischen Regimes noch intensiver geprüft werden müssen. Dass die Doku-Serie aus einem Land stammt, in dem kritischer Journalismus nur einen untergeordneten Stellenwert hat, wurde auf der Suche nach der ergänzenden Perspektive für den Programmschwerpunkt nicht hinreichend beachtet. Ja, wie gesagt, es passiert ja immer wieder. Das ist ja der Punkt. Ich habe ja in den letzten Monaten diverse Beispiele gezeigt, wie immer wieder so komische Jubel-Dokus über China gezeigt wurden. Und das geht ja auch irgendwie munter weiter. Und warum das gemacht wird, ich weiß es nicht. Man könnte natürlich den Verdacht hegen, dass da auch irgendwelche finanziellen Leistungen Chinas möglicherweise eine Rolle spielt. Ne? So wie man sich ja auch mit ganzen Zeitungsbeilagen bei Handelsblatt und bei FAZ eingekauft hat, hat man es auch vielleicht bei ARD und ZDF gemacht. Man weiß es ja nicht. Ne? Das kriegen wir ja nicht mit. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.